Halli, hallo meine Lieben, ich mache heute mein erstes IGTV-Video für euch und zwar geht es heute um das Thema Fun Facts, Fun in Klammern, about Dubai und zwar erzähle ich euch ein paar witzige und ein paar normale Fakten über Dubai und ja, fange schon mal an. Ich habe mir hier einen Zettel gemacht, wie ihr seht, ich rede frei Schnauze und rede nicht viel vom Zettel, ich habe mir nur ein paar Stichpunkte gemacht der Reihenfolge nach und fangen wir mal an. Mit der Kleidung. Wie ihr seht, ich sitze hier schulterfrei, kniefrei, bauchfrei, alles frei. Und ja, wie ist das? Man liest immer, hört immer, dass man in Dubai alles bedeckt haben muss und man hier so nicht rumlaufen darf. Ja, Dubai ist trotzdem total offen. Man sollte jetzt nicht in die Moscheen oder in die Dubai Mall unbedingt schulterfrei oder kniefrei gehen. Wenn ich in die Dubai Mall gehe, bedecke ich das auch alles immer, weil ich finde es einfach respektvoller, aber diese ganzen touristischen Gegenden, kein Problem, da könnt ihr rumlaufen wie zu Hause, wie ihr wollt. Da guckt euch keiner komisch an, da läuft jeder so rum und das ist alles okay. Nummer 2. Und das sind die Straßen und Überwege hier. Also als ich das erste Mal hier war, ich habe mich wirklich erschrocken. Es ist so merkwürdig, weil hier so viel Verkehr ist. Ich glaube, es gibt sogar mehr Autos als Einwohner hier. Deswegen könnt ihr euch das ungefähr ein bisschen vorstellen. Die Sheikh Zayed Road hat ja pro Seite, ich glaube, 6 Spuren. Ja, plus Abbiegung, plus Abfahren, plus alles. Deswegen, da könnt, sollt und dürft ihr nicht einfach rüberlaufen. Das heißt, wenn ihr ein Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite seht und dorthin wollt, was einfach 150 Meter entfernt ist, dann könnt ihr da nicht einfach hingehen und müsst dann bis zur nächsten Metrostation zum Überweg und dann wieder zurück. Dann habt ihr ungefähr 1,5 Kilometer gemacht, obwohl ihr das Gebäude eigentlich schon gesehen habt und dachtet, da kann ich mal eben hin. Nein, nicht mal eben. Hier ist nichts mal eben, sondern ja, immer mit viel Weg verbunden. Außer ihr habt Glück und habt genau eine Metrostation bei euch. So, Fun Fact Nummer 3. Also jetzt kommt ein Fun Fact. Und das ist die Müllentsorgung. Also ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist. Auf jeden Fall geht man hier einfach den Flur entlang. Dann ist dort ein Raum mit einer Klappe. Ich blende es euch jetzt mal ein. Diesen Raum mit der Klappe und dort schmeißt ihr einfach euren ungeordneten Müll rein. Könnte man sich in Deutschland einfach nicht vorstellen, vor allen Dingen, weil wir einfach Mülltrennung haben, normale Mülltonnen. Da kommt halt alles einfach von diesen 1000-stöckigen Häusern ja, in eine Wanne und wird abgeholt. Nachhaltig ist das Ganze nicht, aber ich finde es witzig und crazy. Punkt Nummer 4 ist das Klima. Ja, man denkt sich ja immer, man kommt in warme Länder und ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, ja, da kann man es aushalten, da ist es trocken. Ist hier nicht so. Also die Humidity oder Luftfeuchtigkeit ist hier vor allem im Sommer enorm. Von circa April bis Oktober hat man 38, 39 Grad plus, also weit über 40 Grad eigentlich den ganzen Sommer durch. Und das mit nachts 40 Grad und ja, 80% Luftfeuchtigkeit verbunden. Ist nicht so witzig, man kommt immer raus und denkt, man läuft vor eine Wand und bekommt keine Luft mehr und in der Luft ist kein Sauerstoff und so, also das denkt man. ja, draußen sitzen, spazieren ist im Sommer nicht so nice. Aber dafür ist es umso cooler eigentlich, wenn man mal den Winter entfliehen möchte und im Winter hier hinkommen möchte. Da sind nämlich um die 20 Grad. Also im Februar war es mir ein bisschen zu kühl mit 21 Grad und Wolken. Also da ist nichts mit Sonnen und Bikini. Aber sonst, wenn ihr darauf Lust habt und so einen kleinen Sommerurlaub machen wollt, im Herbst, Winter, Frühling, wie auch immer, dann ja, ist so im November, März, April richtig geiles Wetter hier. Empfehle ich euch. Jetzt aber zu Punkt Nummer 5 und zwar sind das die Haustüren. Wir wohnen hier immer in einem 40-stöckigen Haus ungefähr und unten sitzt halt ein Pförtner und man hat eine Karte und kommt dann unten in die Tür rein. Man braucht die Karte aber nur für unten. Und dann fahrt ihr hoch, geht einfach zur Wohnung und macht die auf. Aber wie? Nicht mit Schlüssel, nicht mit Karte? Nö, die sind einfach offen. Als ich das erste Mal hier war, ich hatte fast Angst nachts und dachte so, oh Gott, es kann einfach jeder,
jeder in die Wohnung rein. Ja, ein bisschen crazy und witzig, und aber auch irgendwie cool, weil trotzdem, dass hier 1,3 Millionen Leute wohnen, vertraut sich trotzdem jeder irgendwie, die lassen einfach ihre Türen auf. Durchgehend, 24 Stunden, die sind arbeiten und lassen ihre Türen auf. Wird es bei uns niemals geben, bei uns werden auch die Wohnungen nach einem Tag leergeräumt, hier nicht. aber ganz crazy, wirklich, also ich fand es echt faszinierend und cool, dass man hier einfach reingeht. Wie eine normale Tür in der Wohnung läuft man hier auch in die Haustür rein. Ja, das waren jetzt aber meine Fakten, meine 5 Fakten für euch über Dubai. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil, und ja, wir sehen uns.